Willkommen zurück bei Brothers. Ja, wir haben uns jetzt durch die Burg geschlagen und nach vielen vergeblichen Versuchen hier voranzukommen, habe ich es auch irgendwann mal geschafft, in diese Burg reinzukommen. Jetzt bricht mir auch gerade hier der Boden unter den Füßen weg quasi. Und ja, schauen wir mal, wie es diese Folge so wird. Ob hier noch mehr so Skill-Passagen vorkommen, an denen ich dann kläglich scheitern werde. Oh, das sieht nicht gut aus. Go, 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 go. So, jetzt sind die Brüder wieder vereint. Oha. Also hier wohnt wohl jemand Größeres. Da! Wenn man sich die Stufen mal anschaut. Da geht's wohl nicht lang. Schauen wir mal hier, ob wir im Fenstersims weiterkommen. Ach ja, gut, okay. Wir sind ja immer noch mit einem Seil verbunden, um hier halt solche Kletterpassagen meistern zu können. Gut, dafür hätten wir jetzt kein Seil gebraucht, aber diese Schwingübungen oder wie man es nennen will. Ah ja, da kommt schon wieder eine. Für alle, die die letzte Folge nicht geschaut haben, werde ich kurz mal demonstrieren, hoffentlich fehlerfrei, wie das hier funktioniert. Hopp, und da sind wir schon dran. Ja, diese Passagen haben mich schon ordentlich zum Verzweifeln gebracht. Wie man in der vorhergehenden Folge quasi bestaunen kann. Ah, Umba. Ja, Umba, heiter. Heißt bestimmt sowas wie, ja, scheiße. Oh, hier ist immer noch, hier heult immer noch was. Schauen wir doch mal nach, was da so kreischt. Hört sich fast an wie so eine Harpie oder sowas. Und, was ist es? Na? Was ist denn das? Ist das eine Eule? Ja, das ist eine Eule. Ja, geil. Okay, hier sieht es so aus, als wenn wir hier hoch müssten. Kommen wir nochmal aus. Wir müssen bestimmt einmal durchs Zimmer laufen. Kleiner Bruder, da lang. Ha, habe ich etwa tatsächlich auf Anhieb den richtigen Weg gefunden? Wahnsinn. Wahnsinn. Oh, geil, das sieht doch cool aus. Guck dich das mal an hier mit der Lupe. Tada. Alles schon. Gut, ein bisschen mehr Vergrößerung wäre wahrscheinlich drin gewesen, aber okay. Sieht trotzdem toll aus. Also ihr merkt schon, ich bin ziemlich begeistert. Oh nein, sie blutet. Sie blutet, sie blutet, sie blutet. Hey! Eine sehr komische Eule, die hat einen Schwanz. Schauen wir, was er hier macht. Ara, dahi? Was, was? Ah, okay. Wir müssen da vorne... Okay, das muss dann wieder der Kleine machen. Wir müssen da vorne an dem Hebel ziehen. Dann kann er doch wahrscheinlich schon wieder hier runter. Und sich gleich bereit machen, die Eule da oder was das auch immer ist, zu schnappen. Okay. Loopfilter. Zack. Geschafft. Da lang. Naja. Ah. Er muss schon jetzt an die Beine springen, oder? Ja. Ein gescheiter Klimmzug und frei ist die Eule. Die Eulenkatze? Hat so ein bisschen was von beiden, oder? Kann ich es wieder loslassen? Was ist denn das? Sieht so ein bisschen aus wie ein Wolpertinger. Vorne irgendwie so Hasenfüßchen. Hinten... Lila. Hey. Huhn? Kopf von einer Eule, die Flügel wie... Boah, ja, keine Ahnung, irgendwas Größeres. So ein Bussard oder so. Okay, er pettet sie nur ein bisschen hier. Was macht er? Er steckt bestimmt gleich auf, oder? Da.
Okay. Die sieht aber schon ganz schön zerrupft aus. Ob sie noch fliegen kann? Jetzt mit zwei Leuten drauf? Oh, die traut sich ja was zu. Ja, geil. Kann ich loslassen? Bestimmt, ja. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier immer ein bisschen ins Staunen verfalle, aber ich bin echt übermäßig begeistert von diesem Spiel. Hier geht's wohl nicht mehr so gut. Ist sie jetzt gestorben? Und dann schmeißt er die Feder so weg. Also es ist echt schon eine berührende Story, muss ich sagen. Oh nein. Aber das ist jetzt ein bisschen schade. Also es ist tatsächlich doch... Er gedenkt der Eule. Was macht er? Ach, er auch. Oh, können beide... Oh, das ist aber echt tatsächlich doch, obwohl es doch diese, also eher, ich möchte jetzt mal nicht sagen kindlich, aber auch ein bisschen diese verspielten Momente hier gibt, mit diesem komischen alten Mann, der da auf dem Tisch tanzt und dem kleinen Jungen, dem Bauern zum Beispiel das Dach da kaputt tanzt oder sowas, hat das Spiel doch seine sehr düsteren Momente. Also jetzt nicht nur die Eule, aber sonst, wir erinnern uns an, ich glaube in der zweiten Folge war es, oder in der dritten, wo wir dem Mann begegnet sind, der seine Frau und seine Tochter, Sohn, wie auch immer, sein Kind beim Brand verloren hat und sich umbringen wollte. Auch jetzt hier schon, oh ja, sowas, auch eher eine düstere Atmosphäre. Gerade mal zwei Screenshots gemacht. So düster wie es aussieht, ist doch irgendwie toll. Also, ihr wisst, was ich meine. Kann man hier und so hinstellen. Ich glaube, das ist sogar ein Bild, das als... Ah, oh, wir können es hinsetzen tatsächlich. Das ist, glaube ich, ein Bild, was es tatsächlich als Screenshot sogar im Internet gibt. Toll, aber was ist denn da passiert? Da sind ja noch einige von diesen Riesen. Sind die hier irgendwo draufgetreten? Weil das sieht immer so aus, irgendwie als wenn der irgendwo reingefallen ist hier. Kommen wir aber nicht rauf. Überall Blut, also. Wenn wir uns erinnern, wo wir angefangen haben, bei bunten Laubwäldern und so, und jetzt. Ah, jetzt müssen wir den Arm beiseite schieben, oder was? Oder erziehen. Wenn wir uns erinnern, wo wir angefangen haben mit bunten Laubfeldern und so, und jetzt kommt hier schon sowas richtig, richtig Düsteres. So ein bisschen makaber, ne? Hier so eine tote Riesen oder so liegt da und wir schieben mal einfach mal eben so ganz kurz locker den Pfeil, der im Arm steckt, samt Arm beiseite. Hier läuft so ein bisschen Blut im Wasser.
bin mal gespannt, ob man erfährt, was hier passiert ist. Also meines Erachtens nach ist das... Oh, 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 wir müssen ja unseren Kleinen wieder hinten raufnehmen. Meines Erachtens ist es, glaube ich, also... Das heißt, meines Erachtens ist es wahrscheinlich noch nicht, für mich auf jeden Fall nicht, klar geworden aus der Geschichte, was sich hier zugetragen hat. So, dann schauen wir mal hier rechts hoch. Ah. Nee, dann muss er hier wieder eine... Nee. Räuberleiter? Wollen sie nicht? Schauen wir mal weiter. Ah, hier, Räuberleiter. Und rauf. Ah, dann ist doch bestimmt jetzt... Kann man sich doch bestimmt irgendwie hochhelfen hier. Zack. Oder? Genau. Wahnsinn, normalerweise hänge ich an solchen Rätseln stundenlang, aber... Ne? Ach so! Er kann den Ast runterbiegen, sodass der mit ran kann. Ah, ja gut. Ich hätte jetzt gedacht, dass der irgendwie sich an seinem kleinen Bruder hochziehen muss oder so. Nee, normalerweise sitze ich an solchen Rätseln echt Stunden. Also ich bin nicht so der Rätselspielspieler. Gut, zugegeben, das sind jetzt natürlich keine sehr schweren Rätsel. Aber, was war das? Lego Batman, glaube ich, für die Xbox und Lego Indiana Jones. Da habe ich... Bei manchen Passagen echt stundenlang für gebraucht und bin dran verzweifelt. Och Mann, jetzt krieg ich. Ich muss doch hinkriegen, hier mal einen Button zu drücken. Ist doch nur ein One-Button-Game. Genau. Also bin ich echt bei den Lego-Spielen teilweise stundenlang vorgesessen und hab einfach nicht begriffen, wo man da jetzt lang muss. Läuft hier schon erstaunlich gut. Viel, viel besser. Also irgendjemand bläst ja hier doch auch noch immer so ein Horn, oder? Oder meint ihr, das gehört zum Soundtrack? Mhm. Hier geht's nicht lang, dann müssen wir darüber. Der Kleine hängt fest. Jetzt hier die Steuerung. Jetzt habe ich wieder den kleinen Bruder links. Das will ich nicht. Damit kann ich nicht umgehen. Da? Schleichpassage? Wo geht's hier lang? Ah, darüber. Aha. Nee, Moment, von da komme ich. Sieht hier jemand, wie es hier weitergeht? Hätte ich doch meine Fresse gehalten von wegen, ja, hier, das läuft viel, viel besser, und ich sehe auf Anhieb, wo es weitergeht. Ah, darüber. Na, habe ich erstaunlich lange für gebraucht. Oh, jetzt dürfen wir wieder hier einen Arm beiseite schieben. Schieben oder ziehen, was ist es? Na? Eher schieben. Wow! Okay. Ja, so viel zum makaberen Spiel hier. Also... Da schieben sie einen Pfeil, dem jemand im Arm steckt, schieben sie an, damit der Pfeil, der ein Beil hält, umfällt und jemand anderem das Bein durchtrennt. Wahnsinn. Schon krass. Aber dass sie da auch nicht rüberkommen, ne? Da können wir doch jetzt rüberklettern, oder? Nicht so? Nee? Dann müssen wir... Ah, hier vorbei. Au.
Hier hoch? Na? Ja. Ne, er sagt, wir müssen da lang. Na? Was wird das jetzt hier für eine lustige Passage? Die schießen dem doch irgendwie... Die schießen doch mitten in die Fresse, oder? Das wird doch ein astreiner Headshot jetzt, oder nicht? Achso, hier, er muss noch weiterlaufen. Das wird doch sowas von astreiner Headshot. Ach, komm schon. Jetzt bin ich wieder mit der Steuerung überfordert hier. Okay, die haben auch ihre festen Positionen. Also der kleine Bruder muss immer rechts sein. So, dann ziehen wir das Ding mal auf. So, und dann Feuer frei, oder? Schuss. Voll zwischen die Augen. Oh, Naye! Ja! War das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß nicht. Aber hier sieht's auch so aus, als wenn es hier weitergehen würde. Ah! Ah, das sind die ganzen Achievements hier. Okay, der macht so einen Sound. Was kann er hier? Er kriegt's nicht hin. Machen wir nochmal, tröten wir nochmal. Ist das nicht dieser Tröten-Sound hier, dieser Horn-Sound, den wir die ganze Zeit gehört haben? Naja, der hier jetzt gerade im Hintergrund? Bläst da einer zurück oder ist das einfach nur Musikuntermalung? Schwer zu sagen. Ihr hört das, ne? Also, was glaubt ihr? Musikuntermalung oder trötet da jemand? Wollen die nicht darüber? Ne, dann nicht. Jetzt halt hier weiter. Könnte beides sein, oder? So, schauen wir mal, wo es hier hingeht. Oh, ich höre jemanden. Ja, ein Wasserfall aus Blut, astrein. Jetzt müssen wir hier mal die Kamera ein bisschen drehen. Okay, ah, okay. Geht nicht. Hat so ein bisschen was von Sparta da unten. Schauen wir mal. Oh, voll durchs Blut. Astrein. Tja, das geht so schnell nicht wieder aus den Klamotten. Ja, dann laufen wir nochmal weiter hier. Mal gucken, wo wir noch hinkommen. Ein Kessel. Ja, Klopfen bringt nichts. Da bringt auch Klopfen nichts. Diese Klopfen im Kessel. Oh, wir machen noch schöne blutige Fußspuren hier. Ah, ich glaube, da vorne werden wir wieder reingewaschen. Oder können wir da mittig durch? Ne, wir sliden davor durch. So, dann schauen wir uns das noch eben an. Ah, hier ist so ein Kult. Oh. Die wollen wohl jemanden opfern oder so. Ich weiß nicht, ob ich das umreißen kann. Ich glaube, die müssen wir befreien. Schleichen wir nochmal. Wobei, nein, schleichen wir noch nicht. Ob wir sie befreien werden oder nicht, das finden wir beim nächsten Mal raus. In der nächsten Folge. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.